Also ich hätte bis letzte Woche noch gesagt, na ja, jetzt müssen wir mal abwarten, ob das wirklich so kommt, dass die Infektionswelle jetzt direkt durchläuft, die wir jetzt ganz am Anfang sehen in Deutschland, oder ob wir vielleicht mit dem Temperatureffekt und dem Frühjahrseffekt und Sommereffekt dann doch ein Abschwächen des Geschehens bekommen und eigentlich erst im Winter eine große Infektionswelle bekommen. Und da muss ich schon sagen, es ist ja so, dass wir da immer neu zulernen bei dieser Erkrankung. Da hat sich meine Einschätzung im Laufe der letzten Woche geändert durch eine wichtige Studie, die erschienen ist. Eine Modellierungsstudie, muss man dazu sagen. Also alles, was wir im Moment haben, um die Zukunft vorauszusagen, sind eben Modellrechnungen. Und so eine Studie ist herausgekommen von einer wirklich weltweit führenden Gruppe. Und die sagt voraus, dass der Temperatureffekt auf dieses Virus relativ klein sein wird. Und das ist etwas, das uns zum Umdenken bringen sollte. Also wir sollten mehr diese Überlegung verlassen, zu sagen, jetzt müssen wir mit aller Kraft in der gesamten Bevölkerung versuchen, den Sommer still zu kriegen und dann für den Winter Zeit zu kaufen und dann während des Sommers zum Beispiel alle Kliniken ganz besonders gut auszustatten und so weiter, damit man dann so richtig darauf vorbereitet ist auf eine Winterwelle. Genau das hätte ich bis letzte Woche, ich würde sagen Donnerstag, noch so gesagt. Aber im Moment ist meine Einschätzung mehr, dass wir wahrscheinlich doch eine direkt durchlaufende Infektionswelle bekommen. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass ein Maximum von Fällen in der Zeit von Juni bis August auftreten wird. Und wenn wir das jetzt wissen, wenn wir davon ausgehen, müssen wir nochmal überlegen, was muss denn jetzt gemacht werden?